Hey Leute. Moment, muss man mal schauen. Ja, so. So, ich habe mir gedacht, heute ist mal wieder eine Zeit, um aufzunehmen. Wir sind schon beim Part 16 und ich habe erst, bin heute schon am Part 3, sag ich schon, am Part 6 hochladen. Ja, ich bin gerade fleißig an Vorproduzieren. Und habe ein bisschen was in den Einstellungen getan, schon im 15. Part. Ich hoffe, dass die Quali, wenn ich es hochgeladen habe, auf 720p HD schauen könnt. Wenn nicht, dann ja, dann muss ich mir halt noch überlegen, wie ich dann halt weitermache oder so. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Wir sollen Shang-Cha einnehmen. Aber wir nehmen erst noch Ling-Ling ein und Gu-Yang. Wer macht das? Ah, Liu Bei ist da. Was hast du für Freunde? Na, ist auch wieder. Ich glaube, 2 Wochen ist es jetzt. 2 Wochen ist es jetzt wieder her, wo ich aufgenommen habe. Natürlich habe ich ein bisschen mit Zio ein bisschen gequatscht. Heute wird er wahrscheinlich vorbeikommen. Und wir werden ein paar Let's Play Together anfangen. Welche wissen wir noch nicht. Ich muss nachher mit ihnen nochmal die ganzen Spiele durchschauen. Und dann werden wir halt weitersehen. Was haben wir hier drin? Ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen schleppend vorangeht. Aber wie gesagt, ich habe noch eine ganze Weile jetzt nicht gespielt. Wen habe ich denn hier nochmal drin? Ah, okay. Okay, wir starten jetzt einfach in die nächste Schlacht und dann weitersehen. Ja, wir kleinen Krieg. Für die Wiederherstellung des Herrenimperiums werde ich diese Schlacht gewinnen. Wir müssen das Feuer der Aggressionen löschen. Wow, super gesprochen. Die Schlacht wird wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Genau wie Guyang. Wird auch nicht lange dauern. Liu Bei versus Liu Du. Okay, den feindlichen Kommandeur nur besiegen. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber niemand, der anregen kann. Na egal. Wir rücken einfach weiter vor. Die Taktik anspornen, die sparen wir uns. Was kann ja alles? Auch nicht mehr als. Okay. Wie weit kann er eigentlich rücken? Das habe ich vergessen zu schauen. Okay, wir rücken hier hin. Mit ein bisschen Glück. Kriegen wir die Bogeneinheit, die da in der Nähe ist, auch noch weg. Damit wir ganz einfach, damit Liu Du keine andere Möglichkeit hat, Zhao Yun nämlich anzugreifen. Und dann rückt der erstmal mit Attacke erstmal wieder ein Feld in Richtung unserer Truppen. Da können wir ihn viel besser erreichen. Aber wie ich das halt jetzt mit Zero tätige, um aufzunehmen, wie gesagt, ich habe nur dieses eine Mikrofon. Und ja. Es geht halt darum, dass auch seine Stimme aufgenommen wird, weil bevor wir dann wirklich heute aufnehmen, müssen wir halt auch nochmal an den Einstellungen vielleicht ein bisschen basteln. Da kann das auch sein, dass die Audio von uns beiden dann auch wieder so ist, dass alles im Hintergrund aufgenommen wird, wenn jetzt, sag ich mal, im Flur bei mir draußen nämlich meine Mutter umherläuft, sowas halt mit aufgenommen wird oder es halt dann zu laut und wie gesagt, ich kann mich noch kein besseres Equipment leisten. Nee, okay. Wieso kann ich keine Feuersalbe? Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Feuersalbe können wir nur einsetzen, wenn mehrere Einheiten auf dem Feld sind. Nee, komm, dann musst du wechseln. So. Alles verläuft genau nach Plan. Ja, und
Ja, ich habe auch, ja, ich muss mal ein bisschen weiter über YouTube quatschen, was jetzt auch wieder für eine Scheiße losgelassen worden ist von diesem Typen namens ApoRed, wo ich nämlich denke, hier, geht's eigentlich noch, weil der hat nämlich, so einen Bombenprank gemacht, gerade jetzt, wo nämlich, Terroristengefahr wieder, ganz hoch ist, seit dem Islamischen Staat. Aber scheint den Typen ja eh nicht zu interessieren. Naja, der ApoRed ist eh so ein, mit Sicherheit so ein komischer Kerl, der, ja, wie soll ich jetzt schildern, denen ist halt alles egal, was andere denken, und er macht eben halt sein Ding, sag ich jetzt mal. Und ja, nimmt halt keine Rücksicht drauf, was nämlich alle anderen, die, sag ich jetzt mal, mit YouTube oder so nichts zu tun haben. Gerade die, ich sag mal, die alten Leute, die das vielleicht irgendwann mal in den, das wird mit Sicherheit irgendwann mal in den Nachrichten kommen, wie bei ja, wer guckt schon RTL? Ja, und ja, das ist einfach schlimm. Da wird auch wieder die YouTube-Szene etwas weiter runtergezogen, muss ich wirklich sagen, weil dieser Typ einfach nicht die geistige Reife hat, weil er sich nämlich denkt, oh, passiert schon nichts. Totaler Quatsch. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist totaler Müll, was der Typ gemacht hat. 1519, okay. Wie gesagt, wenn ihr denkt, nämlich dieses Video soll asynchron sein, ist es aber nicht. Ihr könnt mir ruhig vertrauen, weil ich gucke gerade hier auf mein Fernseher. Ne, daneben an habe ich gleich noch mein Laptop. Da, wo ich das nämlich alles überprüfen kann. Und ja. Damit er nicht denkt, dass es asynchron ist oder so. Weil ich sehe dann immer, wenn es bei mir weg. Weil ich nehme ja mit der Elgato auf, und da ist es auf dem Laptop um ein paar Sekunden verzögert, weil ja das erstmal aufgenommen wird und etc. Diejenigen, die mit Elgato aufnehmen und so, die wissen halt, wie es ist. Und ja. Vermutlich werde ich mir den Zero wirklich heute definitiv X-Men Legends aufnehmen, weil das habe ich euch ja so hoch und heilig versprochen, und wir, der Zero und ich, haben uns das auch schon so permanent darauf festgesetzt. Aber nachdem nämlich die blöde Aufnahme unsere Audio nicht aufgenommen hat, mussten wir diese 5-6 Parts wieder verwerfen. Das ist übrigens auch, wir haben 10 Parts von Sims 2 aufgenommen. Also, ich werde mit Ihnen heute nochmal diskutieren, ob wir wirklich X-Men Legends aufnehmen sollten. Oder wir werden wieder kreuz und quer alles mal aufnehmen, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Natürlich werde ich es auch so machen, dass er bei einigen Spielserien als Gastkommentator dabei ist. Aber da weiß ich halt auch noch nicht, welche. Weil ich habe mir ehrlich gedacht, die Resident Evil Reihe, aber darum bin ich noch am Spekulieren, weil gerade es gibt ja wie Revelations 2, Resi 5 und Resi 6 nämlich Koop haben, und da müsste ich ihn dann halt mitspielen lassen, aber er ist wiederum nicht gerade sehr schnell, was die wie soll ich sagen, also die Reaktion bei ihnen ist manchmal nicht so, wie es eigentlich sein sollte, und diese Spiele sind halt auch sehr, na, sagt schon, oh, mir fallen immer die Wörter nicht ein. Mann, die sind halt nicht immer, sagt schon, oh, sehr actiongeladen, und da muss man halt auch sehr schnell reagieren. Ich denke nochmal ein bisschen mein Mikrofon näher an mich ran, nur damit er mich besser hört. Und nicht riecht. So. Gucken wir mal. Zivilisten Leo Du. Saufan. Okay. 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 So. Jiang Wan. Auch ein sehr, sag ich mal, ein Lieblingscharakter von mir, weil seine Werte sind als Stratege auch sehr gut. Nehme ich sehr gerne in Liu Beis Armee mit rein.
Was haben wir hier alles überhaupt drin? Wie gesagt, ich habe diese Story lange nicht weitergespielt. Wir werden erstmal hier mit hinrücken. Da können wir ganz einfach dann die hier mit ein paar Offiziere, die wir hier rekrutieren, reinpumpen und dann ganz einfach dahin stellen, wo wir sie rekrutieren wollen. Okay, nächste Schlacht. Warum greifst du mich an? Weil ich es kann. Nein, die Schlacht werden wir noch machen. Und dann werde ich mich erstmal darauf konzentrieren, die Zivilisten einzusammeln. Und dann werde ich den Part auch schon wieder mit Sicherheit beenden. Weil die nächste Schlacht wird dann garantiert wieder etwas länger dauern. Und meine Parts sollen immer so 25 Minuten haben, weil ich habe eine schlechte Internetleitung, wie ich ja schon so oft angesprochen habe. Und da dauert nämlich so ein Upload, ich sage es mal, wenn es hochkommt, 3,5 Stunden, könnte auch 4 sein. Und wo ich damals meine ersten Let's Plays aufgenommen habe und hochgeladen habe. Assassin's Creed 2 hat es ja schon angefangen, meine Let's Plays. Also Assassin's Creed war halt mein erstes Let's Play. Und da habe ich auch wirklich eine halbe Stunde Videos gemacht. So im Durchschnitt. War mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Weil ich mich nicht wirklich an, sage ich mal, Zeiten gehalten habe. Und da hat auch schon ein Video alleine von früh um 10 Uhr bis abends um 8 Uhr, um 9 Uhr hat das da so gedauert. Aber ich hatte da in der Zwischenzeit, wo ich da die ersten Videos hochgeladen habe, ging es noch relativ. Aber nach einer Zeit, dann hat es immer länger und länger und länger gedauert. Weil wir auch sehr viele Probleme hatten, es hat geklappt. Ich habe es jetzt gar nicht realisiert, dass es geklappt hat. Ja, und wir hatten da auch sehr viele Probleme mit 1&1 mit den Internetanbietern. Da wir, auch selbst wenn kein schlechtes Wetter war, nämlich so beschissenen Internetempfang haben. Und ja. Wir machen Überfall, damit er nicht abhauen kann. Naja, kann nicht abhauen, aber wir stellen uns dahinter, dann, falls nochmal irgendwie eine Salve kommt oder so, damit er nicht noch weiter in Richtung Feind rückt. Wir bleiben hier stehen. Diese drei Offiziere werden sich erstmal die Eier schaukeln. Komm, warum nicht? Schießt meine Einheiten. Durchlöchert sie mit Pfeilen. Ich hoffe, man hört auch alles, was ich sage. Das ist immer mein größtes Bedenken, nämlich, dass ich die Parts dann andauernd nämlich wieder verwerfen muss. Und schon sind sie beide verwirrt. Wir können uns frei bewegen. Der Gegner kann nichts machen. Ne, das sollte schon so passen. Ach, der hat ja keine Flanke. Ne, da bleiben wir hier stehen. Nachdem ich auch die Quali ein bisschen hochgestellt habe bei den Videos in den letzten Part. Sonst könnt ihr eigentlich diese Videos nur auf 480p schauen, weil ich nicht darauf geachtet habe, die Quali hochzudrehen. Und deswegen müsst ihr auch nicht in die Kommentare schreiben, du machst doch sonst immer HD-Videos. Ja, ich habe jetzt, nachdem ich wieder aufnehmen kann, auch vergessen, die Quali hochzustellen. Wie gesagt, ich habe da immer erst gedacht, nämlich mein Laptop schafft das nicht mit der Quali und habe die so halbwegs gut gestellt, damit 480 man gucken kann. Und da habe ich mich nochmal ein bisschen informiert im Internet, aber das hat nur damit zu tun, wie viel speichert es dann verbraucht. Ich muss auch nochmal gucken, nicht wenn meine Festplatte mal voll ist. Nee, hab noch genug frei. Also kann ich noch eine ganze Stange aufnehmen. Bis jetzt gab es auch noch kein Ärger von wegen, dass ich die Musik oder so dieses Spiel verwende. Mann, ich freue mich schon richtig.
Den letzten Part hat auch einer, also es war der fünfte Part, den sechsten bin ich gerade am Hochladen, einer geschrieben, ein gutes Video. Danke ich schon mal an denjenigen, der eventuell mich vielleicht abonnieren wird oder liken und was weiß ich. Da bin ich immer sehr dankbar für die Leute, die einen positiven Kommentar da lassen und diese Videos liken, mich weiterempfehlen und und. Weil das zeigt mir auch, dass diese Videos Leuten gefallen und die sich das auch anschauen. Wie gesagt, ich habe so viele Spiele, also es wird noch definitiv so viele Spiele kommen. Ach Quatsch, Quatsch, Ami. Und da könnt ihr euch schon mal glücklich schätzen, sage ich jetzt mal. Wir bearbeiten die mal. Kommt hier rein. Und du warst das. Aber du bist kein Stratege. Ich mach das einfach nur in der Optik. Die wird ja, diese Einheiten werden mit höchster Wahrscheinlichkeit eh nicht kämpfen. Können wir hier jemand Neues reinpacken? Nein. Das ist immer so eine Sache. Man möchte immer. Hier gibt es so viele Offiziere drinne und man kann sie halt auch nicht alle nehmen, weil ja, ist halt dumm. Man kann sie nicht alle einsetzen, weil nämlich die aus den habe ich vergessen. Komm, den packen wir da noch rein. Da können wir dann auch gleich noch rekrutieren. Wo bist du? Hier. Auch ein Lieblingscharakter von mir, den ich gerne diesem Spiel einsetze. Okay, dich wollen wir rekrutieren. Damit unsere Macht wächst. So, dann können wir hier auch gleich noch mit reinsetzen. Bist du hier? Aber den hier entlassen wir. So. Ja. Oh, 16 Züge haben wir noch Zeit. Ich habe vergessen, nämlich ganz zu gucken, wie viel Zeit wir noch haben. In diesem Spiel. Wie gesagt, wenn die Zeit unserer Züge abgelaufen sind, dann haben wir auch automatisch verloren. Saufan. Den kennt man vielleicht auch aus den Dynasty Warriors Spielen. Es war kein spielbarer Charakter. Kann ich mir aber vorstellen, dass Tecmo Koai den dann im nächsten Dynasty Warrior mit Sicherheit. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Den haben wir hier alles drin. Ah, fuck. Wir sollten Guan Yu mit in die Truppe nehmen. Weil ich habe nämlich irgendwie so leise in Erinnerung, dass wir Guan Yu wirklich mitnehmen sollten, damit sich zwei bestimmte Charaktere uns anschließen. Wir werden das einfach mal tun. Da können wir aber auch nochmal Pang Tong mit reinnehmen. Um ganz einfach ihm ein bisschen zu pushen. Bist du Pang Tong? Pang Tong? Da ist er. Ah, okay, der hatte keine schlechten Dinger. Guan Ping, Guan Yu, oh, wem noch, wer noch, wer hat noch nicht, Zheng Fei erstmal und dann werden wir sehen, wer noch, achso, Zhou Yun noch und da können wir noch Zhao Bao reinmachen, so, ach nee, Wei Yan haben wir ja schon, egal. Dann dauert die Schlacht auch nicht so lange. Ich guck noch mal auf die Uhr. Ne, 19 Minuten. Wir werden jetzt nur noch, also die Vorbereitungen sind jetzt getroffen. Ich werde jetzt diese Einheit nur noch da drauf stellen und dann ist der Part auch erstmal vorbei. So, und da bedanke ich mich schon mal beim Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da, einen positiven Kommentar wäre auch schön. Ein Abo wäre sogar noch schöner, damit ihr auch mir zeigt, dass es Leute da draußen gibt, die meine Videos gucken. Und ja, für einen Neueinsteiger wie mich, das ist halt immer dann was Großes, wenn ich dann immer ein neues Abo kriege oder noch besser einen positiven Kommentar, viele Daumen nach oben.
Wäre auf jeden Fall schön. Also haut rein, Leute, und ciao.